und natürlich ganz herzlich willkommen. Hier ist Hamburg 1 aktuell und das heute mit diesen Themen. Revolution, günstige Mieten für 100 Jahre. Stammzellspende, Matthias sucht einen Retter. Winterdom, Energiesparen im Fokus. Es ist eine Revolution auf dem Hamburger Wohnungsmarkt und könnte für ganz Deutschland eine Vorreiterrolle übernehmen. Der Ausverkauf von städtischen Grundstücken findet ab September 2024 ein Ende. Die Vergabe von Grundstücken soll zukünftig im Erbbaurecht erfolgen und jährlich sollen 1000 neu gebaute Sozialwohnungen 100 Jahre lang günstig bleiben. Die Volksinitiative Keine Profite mit Boden und Miete hatte zuvor 2 Jahre lang intensiv mit dem rot-grünen Senat verhandelt. Bodenpolitik bekommt Verfassungsrang. Der Verkauf von Grundstücken, von städtischen Grundstücken, soll grundsätzlich ausgeschlossen werden. Sinnvolle Ausnahmen werden in der Landeshaushaltsordnung geregelt. Bei den Initiativen Mieten, es wurde ja aus inhaltlichen Gründen auf 2 Bereiche aufgeteilt, werden wir in Zukunft im Durchschnitt 1000 Wohnungen in dieser, ich nenne es jetzt mal, ewigen Bindung machen, also 100 Jahre, 50 Jahre die konkrete Förderung. Das ist im Augenblick die maximal mögliche Förderzeit. Auch da hoffen wir natürlich, dass in der Zukunft diese Förderzeiträume aus bundesgesetzlichen Rahmen noch ausgedehnt werden können. Stichwort Wohngemeinnützigkeit. Und dann eben eine faktische weitere Bindung über die Konditionen des Erbpachtvertrages, den die Stadt vergibt, sodass wir zu einer tatsächlichen 100-jährigen Bindung kommen, also einem ewigen Schutz. Am Freitag startet der Winterdom. Die diesjährige Auflage steht natürlich auch im Zeichen der Energiekrise. Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Und dennoch bekannte und neue Fahrgeschäfte, klassische Domleckereien und auch wieder ein Feuerwerk sollen für das klassische Domfeeling sorgen. Der Voodoo-Jumper ist eines der diesjährigen Highlights auf dem Hamburger Winterdom. Bevor es am Freitag richtig losgeht, absolvierte er heute einen Testlauf ohne Fahrgäste. Die Besucher dürfen sich aber auf noch mehr Neuheiten freuen. Ja, wir haben ganz viele Fahrgeschäfte, die lange nicht da waren, wie beispielsweise Infinity. Das ist ein Riesen-Looping, die weltgrößte Riesen-Looping-Schaukel, die es gibt mit 65 Metern. Wir haben den Alpencoaster mit 700 Meter Rollercoaster-Spaß. Doch ganz wie letztes Jahr wird es diesmal nicht. Die Schausteller wollen in Zeiten der massiven Energiekrise rund 20% des Stromverbrauchs einsparen. Dafür sind bereits Maßnahmen getroffen worden. Man muss ja wissen, dass der Winterdom eine Veranstaltung ist, wo es sehr früh dunkel wird und wir im Grunde genommen früh auch schon unser Licht einschalten werden. Das wird jetzt nicht ganz so der Fall sein. Wir werden da, und man muss wissen, dass wir schon seit 10 Jahren Energieeinsparungen machen, indem wir ganz viel umstrukturiert haben. Aber um das Ganze nochmal zu toppen, weil wir gesagt haben, natürlich machen wir mit und setzen ein Zeichen jetzt gerade in dieser Krise, haben wir zum Beispiel unsere Werberiesenräder. Das eine steht am Horner Kreisel, das andere steht im Elbbrückenbereich, wenn man da reinfährt. Die sind nur von 16 bis 22 Uhr dann beleuchtet. Auch wissentlich, dass das auch nur Energiesparlampen im LED-Bereich sind. Trotzdem lassen wir sie über Nacht dann aus, was früher ja nicht der Fall war. Dann wird der ein oder andere Kollege, und ich glaube, das sind die meisten, die das mitmachen, von Montag bis Donnerstag auf extremste Stromverbraucher dann noch mal verzichten. Wie jedes Jahr kann man sich natürlich auf einer Domrunde in der kalten Jahreszeit mit warmen Getränken und herzhaften Snacks aufwärmen. Auch hier zeigt sich der diesjährige Winterdom nachhaltiger als je zuvor. Wir haben einen Mehrwegbecher auch schon in der Vergangenheit für Heißgetränke gehabt. Jetzt werden wir ihn auch für Kaltgetränke etablieren. Das bedeutet, dass wir in dem Bechersegment müllfrei aus der Veranstaltung rausgehen und so die Veranstaltung Stück für Stück auch immer weiter nachhaltig machen. Und auch mit etwas weniger Beleuchtung. Der Winterdom wird trotzdem wieder bunt und farbenfroh. Alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Als Behandlung ist eine Stammzelltransplantation oftmals die einzige Möglichkeit und letzte Rettung. Doch um diese durchführen zu können, müssen Spender und Empfänger nahezu identische Zellen aufweisen. Bis also ein geeigneter Spender gefunden ist, vergeht wertvolle Zeit. Umso wichtiger sind viele Registrierungen in einer Spenderdatei. In Alveslohe bei Hamburg ist man derzeit dringend auf der Suche. Hier in der Feuerwehrwache Alveslohe rücken die Einsatzkräfte normalerweise aus, um das Leben anderer zu retten. Doch aktuell kämpfen sie um das Leben eines Kameraden.
Gruppenführer Matthias, genannt Matten, hat Leukämie. Der Familienvater von zwei Kindern im Alter von 6 Monaten und 2 Jahren liegt aktuell im OKE und hofft auf eine Stammzellenspende. Matthias ist der total verrückte Feuerwehrmann und das meine ich im positiven Sinne. Er hilft jedem, wenn zur Tag- und Nachtzeit, er ist immer bereit, ist, würde ich sagen, einer der aktivsten Feuerwehrleute hier in Alveslohe. Und aus dieser Kameradschaft, die ja zu Anfang ist, wenn jemand hier neu kommt, ist dann irgendwann eine richtige Freundschaft geworden. Und diesem Freund will die Feuerwehr Alveslohe nun mit einem Spendenaufruf helfen. Dafür wurden bereits über 5000 Flyer verteilt. Plakate überall im Ort sollen möglichst viele Menschen erreichen. Auch auf Social Media suchen die Kameraden nach Hilfe. Heute brauchen wir euch. Damit Matthias, unser Freund und Kamerad, auch wieder in diese Einsatzjacke schlüpfen kann, um euch in der Not zur Seite zu stehen, braucht er diesmal eure Hilfe. Registriert euch am besten noch heute, meldet euch an, werdet Spender. Bislang folgten rund 450 Leute dem Aufruf und haben sich registriert. Die Typisierung ist dabei sehr einfach. Viele der überregionalen Partner bieten auch entweder Blutentnahmen oder einfach nur als Zuschicken eines Testkits mit. Das ist so ein Wattestäbchen. Da kann man dann auch in der Wange einen Abstrich machen und das Genmaterial bestimmen. Es wird lieber mit Blut gearbeitet, da ist man schneller, da hat man größere Mengen Genmaterial, aber auch dieser Watteabstrich funktioniert meistens sehr gut. Spenden kann jeder, der volljährig und generell gesund ist. Peter Mein von der Feuerwehr Alveslohe weiß, geholfen wird meist dann, wenn im Bekanntenkreis jemand betroffen ist. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, schaut er jedoch auch in die benachbarte Großstadt. Hier ist natürlich Hamburg von Alveslohe ein bisschen entfernt. Ich bitte daher trotzdem, auch wenn Hamburg ein bisschen weiter weg ist, helft Matthias, lasst euch registrieren und ich bin mir ganz sicher, werden wir den einen richtigen Spender finden. Unter www.dkms.de/Matthias können sich potenzielle Lebensretter registrieren, damit Matthias künftig wieder das Leben anderer retten kann. Ja, und wir wollen das Thema Stammzellspende jetzt noch einmal weiter vertiefen. Dazu bin ich verbunden mit Professor Dr. Francis Ayuk vom UKE. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Ja, wie wichtig ist es denn eigentlich, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen? Beziehungsweise, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein passender Spender für einen Patienten überhaupt gefunden wird? Gleicht das der Suche nach der Nadel im Heuhaufen oder ist das doch relativ wahrscheinlich? Es ist schon relativ wahrscheinlich, dass wir einen Stammzellspender finden, aber diese Wahrscheinlichkeit hängt sehr stark von der ethnischen Zugehörigkeit vom Patienten oder von der Patienten ab. Und die genetischen Faktoren, die hierfür entscheidend sind, sind die Gewebemerkmale und diese sind abhängig von der ethnischen Zugehörigkeit. Die Komplexität bzw. die Variabilität dieser Merkmale sind zum Beispiel bei afrikanischen Ethnien deutlich ausgeprägter als bei europäischen Ethnien. Daher ist es deutlich leichter, ungefähr 75% Wahrscheinlichkeit, einen passenden Spender für einen Mitteleuropäer zu finden, als für einen Afrikaner. Also für mich zum Beispiel wäre das deutlich schwieriger. Heißt, da höre ich raus, das ist auch ganz klar nochmal der Aufruf, dass sich wirklich alle Leute typisieren lassen, um eben für jeden die Chance zu ermöglichen, diesen passenden Spender zu finden. Auf jeden Fall, denn einer der Gründe, warum es schwieriger wäre für mich, einen Spender zu finden, hat auch damit zu tun, dass deutlich weniger Afrikaner in den Registern gemeldet sind als Mitteleuropäer von der Ethnie her. Wenn man sich jetzt registriert hat und tatsächlich als Spender in Frage kommt, wie läuft denn eigentlich so eine Stammzellspende ab? Wie funktioniert das? Das hängt davon ab, was die Ärzte für den Patienten gewünscht haben. Wenn eine periphere Blutstammzellspende erfolgen soll, dann erhält der Spender über 4 bis 5 Tage das GCSF, das ist eine körpereigene hormonähnliche Substanz, die dann dafür sorgt, dass die Stammzellen
ins Blut ausgeschwemmt wird. Sie vermehren sich und werden ins Blut ausgeschwemmt. Und dort können sie dann über das Verfahren der Stammzellapherese gesammelt werden. Bei einer Knochenmarkentnahme findet dies in Vollnarkose im OP statt. Und da wird das Knochenmark über eine Punktion in Form von Knochenmarkblutgemisch rausgezogen aus dem Knochenmark, ungefähr 1 Liter, natürlich abhängig vom Körpergewicht des Empfängers. Beim Kleinkind braucht man deutlich weniger als beim erwachsenen Menschen, der 80 Kilogramm wiegt. Herr Jug, vielen Dank für die Erklärung und für das Interview. Danke Ihnen. Was unsere Stadt heute ansonsten beschäftigt und bewegt, sehen Sie jetzt in unseren Kurznachrichten. Die Beschäftigungszahlen in Hamburg sind auf einem Rekordwert und die Arbeitslosigkeit sinkt kontinuierlich. Das geht aus einem Bericht der Arbeitsagentur hervor. Demnach waren im August über 1.048.000 Männer und Frauen in Hamburger Unternehmen beschäftigt. Damit wurde ein Plus von über 13.000 zum Vormonat erreicht. Ukrainerinnen und Ukrainer erhalten vom Jobcenter Hilfe zum Lebensunterhalt sowie einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt. 11.200 von ihnen sind derzeit auf Jobsuche. Folgen des Angriffskrieges seien in den Unternehmen noch nicht zu spüren. Der Arbeits- und Fachkräftebedarf bleibt weiter auf hohem Niveau. Von kommendem Freitag 21.30 Uhr bis kommenden Sonntag 6 Uhr morgens fahren zwischen den U3-Haltestellen Kellinghusenstraße und Schlump in beiden Richtungen keine U-Bahnen. Grund hierfür seien notwendige Bauarbeiten zur Erneuerung der Gleise, so die Hochbahn. Dadurch solle der hohe Sicherheitsstandard des Hamburger U-Bahn-Netzes im HVV erhalten werden. Die Hochbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Fahrzeit kann sich, je nach Verkehrslage, um bis zu 20 Minuten verlängern. Fahrgäste sollen vor Ort die Aushänge sowie Durchsagen beachten und können sich auf hvv.de oder in der HVV-App vor Antritt der Fahrt informieren. Die Wissenschaftsbehörde fördert mit über 430.000 Euro Sprachkurse für geflüchtete Studierende. Vor allem das Angebot von Sprachunterricht an Hochschulen soll damit erhöht werden. Durch den Krieg in der Ukraine sei der Bedarf an Sprachkursen aktuell deutlich gestiegen. Das betreffe auch Studierende aus Drittstaaten, die in der Ukraine studiert haben. Für diese sei das Angebot wichtig, um eine Aufenthaltsgenehmigung für das Studium zu erlangen. Geflüchtete Studierende aus Drittstaaten können diese Aufenthaltsgenehmigung beantragen, wenn sie den Besuch einer studienvorbereitenden Maßnahme nachweisen können. Dazu gehören auch studienvorbereitende Sprachkurse. Der Oktober ist mit relativ viel Sonnenschein und milden Temperaturen zu Ende gegangen. Die ersten Novembertage, ja, die waren da schon deutlich herbstlicher. Frank, kommt das freundliche Wetter vielleicht noch mal zurück? Ja, schön wär's, aber es ist nur noch für kurze Zeit so richtig schön. Wetteränderung steht an. Wir gucken mal auf die aktuelle Wetterlage. Gleich mehrere Tiefdruckgebiete sorgen dafür, dass von Westen her erneut Tiefausläufer hereinziehen. Die dichte Wolken und zeitweisen Regen bringen. Dabei ist vor allen Dingen der Freitag in dieser Woche der Tag der ganz großen Wolkendecke. Jetzt in der Nacht lockert die Wolkendecke anfangs nochmal auf. In der zweiten Nachthälfte ziehen dann ein paar mehr Wolken durch. Die Temperaturen gehen bis morgen früh auf etwa 7 Grad zurück. Es sind dann erst einmal die hohen Wolken, die morgen hereinziehen. Da schimmert die Sonne am Vormittag noch ein bisschen durch. Später allerdings ist die Wolkendecke geschlossen. Ab Mittag fällt zeitweise leichter Regen oder Sprühregen, aber nicht die ganze Zeit. Es gibt auch ein paar Phasen, in denen es trocken ist. Dazu Tagestemperaturen von etwa 13 Grad. Am Abend ändert sich kaum etwas an den Temperaturen. Es kommt vorübergehend etwas mildere Luft herein, deshalb die abendlichen Temperaturen bei 11 Grad. In der Nacht zum Freitag gehen die Temperaturen erneut zurück auf Werte um 8 Grad. Der Freitag ist dann der trübeste Tag in dieser Woche. Es bleibt bedeckt, es fällt zeitweise Regen, auch mal mäßiger Regen, vor allen Dingen am Vormittag braucht man wirklich den Regenschirm. Das Ganze bei Temperaturen, die sich kaum ändern. 12 Grad sind es am Freitag und 12 Grad sind es dann auch am Wochenende. Das allerdings wird dann doch recht freundlich sein. Die Temperaturen sind jetzt nicht so berauschend, aber immerhin scheint am Samstag Zeit, weil die Sonne ist, bleibt meistens trocken. Erst am Montagnachmittag ziehen neue Wolken mit Regen auf. Soweit die Aussichten vom Wetter. Machen Sie das Beste draus. Damit zurück zu Marco. Vielen Dank, Frank, das Wetter für den Moment. Und das war es von uns hier bei Hamburg 1 aktuell. Ihnen einen schönen Abend und bis morgen.